It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison. Ja, hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Ja, wieder in Deutschland. Ist denn das hier so kalt? Ja, von 30 Grad wieder auf. Okay, also es ist nicht so krass kalt. Ja, jetzt ist gerade recht mild, aber als wir angekommen sind, war es schon heftig. Ja, es war schon echt so ein Schock, Temperaturschock. Ja, war schön, ne? War richtig schön, auf jeden Fall. Schön, aber auch anstrengend. Auch anstrengend, ja. Also wir können euch auf jeden Fall so eine Nilkreuzfahrt mal empfehlen, dass ihr das mal gemacht habt, das alles mal gesehen habt, weil so kann man auch sagen, man hat wirklich Land, Leute, Mentalität, Kultur, das Leben auf der Straße, alles kennengelernt, alles gesehen. Also man hat Ägypten wirklich gesehen. Also wenn sich jemand dazu entschließt, das zu machen, sollte der meiner Meinung nach auf jeden Fall das mit diesem Kairo-Wochenende mitbuchen, weil da sieht man nochmal richtig, was es heißt, in Ägypten zu leben und das Leben halt mitzubekommen, weil das ist halt mit über 20 Millionen Einwohnern eine ganz andere Welt. Genau. Setzt euch in ein Taxi und fahrt los, zahlt 3 bis 5 Euro und ihr werdet überall hingefahren. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir fanden es wirklich wunderschön. Auch ein Traum von uns war geworden, ne, die Pyramiden zu sehen, die Sphinx zu sehen. Überhaupt mit dem Schiff über dem Nil zu fahren, das war für mich auf jeden Fall das Schönste. Ja, diese Landschaft, ne, ist einfach... Hat der da irgendwas versteckt? Der buddelt da in meinen Schuhen rum. Bestimmt irgendein Kauknochen oder ein Keks versteckt. Im Schuh. Ja, jedenfalls sehr schön, ne? Rauszugucken und diese Landschaft einfach wunderschön. Ja, und so negative Sachen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal auf das Thema mit den Nubiern und den Krokodilen zurückkommen. Das fanden wir gar nicht schön. Nee, das hat mich richtig... Ja, es hat uns echt traurig gemacht, ja, dass die Tiere da so leben. Wir haben uns das auch ganz anders vorgestellt, als der Reiseleiter gesagt hat, die Nubier haben Krokodile als Haustiere. Die leben mit dem zusammen. Ich habe gedacht, da gibt es irgendwie so einen Raum, der komplett wie so ein Teich ist oder ja, so. Aber die leben da einfach in irgendeiner kleinen Box. Mit einem Käfig oben drauf, da kommt ab und zu mal Wasser rein. So richtige, teilweise 2,50 Meter Krokodile, also echt Riesenviecher. Ja, und 2 in einem kleinen Ding drin, die können sich nicht mal bewegen. Also das ist... Das Vor allen Dingen wird einem da so erzählt, die sind heilig, ne? Weil da gab es ja auch so einen Gott, Sobek, der hatte so einen Krokodilkopf und die wurden ja auch einbalsamiert und all so möglichen Kram. Und werden da so verehrt und dann werden die da so gehalten wie, keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall, es hat nichts mit heilig zu tun. Man merkt halt eher was mit Quälerei zu tun. Man merkt halt einfach in Ägypten, die sind halt... Tiere sind da nichts wert. Erstens, Tiere sind nichts wert, da wird überhaupt nicht auf die Umwelt geachtet. Der Nil wird komplett verdreckt, also das ist auf jeden Fall schockierend teilweise, was man da so... Also was für die halt normal ist, da wird halt die Luft so verpestet. Über Kairo ist so eine riesige Smogwolke. Das ist echt krass dreckig, aber ist halt auch ein Land, was einfach nur im Sand auf einem Stein ist sozusagen. Dadurch ist automatisch vom Tourismus lebt, ne? Ja, automatisch ist dadurch natürlich alles dreckig. Und was auch echt anstrengend war, wenn man diese Tempel, Pyramidenbesuchungen hatte etc., war alles immer relativ mit Zeitdruck verbunden. Also wenn man sich da komplett mit dem Reiseleiter alles angehört hat, hatte man nachher kaum Zeit, um selber nochmal so ein bisschen auf Erkundungstour zu gehen, sag ich mal. Ja, manchmal hatte man nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde und das ist schon wenig. Ja, wir haben uns dann auch oft abgekoppelt und haben uns das alles selber angeguckt. Ja. Weil das war dann auch zu stressig mit denen immer hinterherrennen und dies und das. Und dann haben wir manchmal gefragt, okay, wann ist der Treffpunkt und wo und sind dann selber los. Ist auf jeden Fall auch... manchmal echt besser, wenn man dann sich selber alles in Ruhe anschaut. Ja, also nochmal zurück zu den Krokodilen. Die kleinen Krokodile, die hatten auch den Mund zugebunden und waren so eine Touristenattraktion. Ich hatte einen mal auf den Arm genommen, habe den in einem Video gesehen, damit ich euch mal die zeige, ne? Also was da mit den Krokodilen gemacht wird. Der hat natürlich keinen Cent von uns gekriegt, der Typ da. Aber ja, schon echt traurig, wie die da mit den Tieren umgehen. Ne? Ja. Ja, ansonsten... viel Armut haben wir gesehen, betteln. Aber letztendlich für uns sieht es halt so traurig aus. Ne? Für die ist das normal und die verdienen verdammt gutes Geld, Leute. Das hat unser Reiseleiter auch gesagt. Also
Da sind halt auch Kinder, die betteln den ganzen Tag oder die verkaufen halt immer irgendwas für einen Euro. Genau. Und ja, die haben dann am Tag teilweise auch ihre 50 bis 100 Euro, also total viel. Und man denkt aber jedes Mal, wenn die zu einem kommen, oh, der Arme. Ja. Aber der hat an dem gleichen Tag auch schon 200 Leute angesprochen. Hat und mehr Geld gemacht, als wenn wir arbeiten gehen. Also die haben teilweise wirklich, dann wollen die immer ihr Kleingeld in Scheine wechseln. Und dann haben die da auf einmal gefühlt 100 Euro in 2-Euro-Stücken und wollen Scheine haben, weil die das sonst bei der Bank nicht wechseln können. Ja. Also da darf man sich auch nicht täuschen lassen. Ja, also man muss sagen, wenn man das so auf den ersten Blick sieht, denkt man sich, oh mein Gott, die tun mir so leid. Aber letztendlich, für deren Verhältnisse ist es nicht schlimm. Also die leben nicht schlecht. Ja. Ja, also für deren Verhältnisse ist das wirklich gut. Die manche Eltern melden ihre Kinder so gar nicht an, also registrieren die nicht, damit die Kinder auf dem Feld verkaufen, auf der Straße verkaufen, darauf wollte ich jetzt hinaus, mhm. auf der Straße verkaufen, weil die so mehr Geld reinbringen, als würden die Kinder dann studieren irgendwann. Ne? Und deswegen schicken die nicht zur Schule, weil wenn sie die registrieren, haben die eine Schulpflicht. Und somit fällt die Schulpflicht weg, weil die nicht registriert sind. Und die Kinder können schon mit 4, 5, 6 Jahren auf die Straße und geht auch darum, verkaufen. Dass, bringen halt mehr Geld. Ja, wenn die Kinder in die Schule gehen und die Möglichkeit haben, auch teilweise umsonst zu studieren, entwickeln die so ein Bewusstsein in ihrem Kopf, dass die halt mehr machen können und vielleicht auch raus aus Ägypten. Und das wollen die Eltern halt so verhindern, damit die in der Familie helfen und arbeiten. Genau. Also wird denen da von denen auch die Chance genommen, sich irgendwie das zu entwickeln. Das ist echt schade, ne? Ja. 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 Aber war auf jeden Fall traumhaft schön. Auch das Schiff war so richtig, richtig Bombe. Also das Zimmer, die Betten, alles total geil. Der Pool war nur... Ja, schön getrennte Betten. Heftig kalt. Ja, der Pool war wirklich kalt. Aber so ansonsten echt schön. War wirklich eiskaltes Wasser. Ja, mit dem Essen haben wir auch aufgepasst. Das Essen auf dem Schiff war sehr, sehr lecker. Auch im Hotel nicht so. Konnte man essen, aber war nicht so krass lecker. Aber auf dem Schiff war es auf jeden Fall viel leckerer. Kannst du ja nochmal mit dem Zwangsgeld erzählen. Ach so, ja. Also wir haben über Berge und Meer gebucht. Erstmal dazu, damit ihr wisst, wo wir gebucht haben. Und bis Ende April gibt es da noch einen 200-Euro-Gutschein auf der Seite. Da könnt ihr nochmal sparen, falls ihr da irgendwie eine Rundreise oder eine Kreuzfahrt buchen wollt. Spart ihr nochmal 200 Euro. Und es ist klar und deutlich in den Reiseunterlagen von Berge und Meer notiert, dass Trinkgelder... nicht Zwang, keine Verpflichtung, also man wird nicht gezwungen, also du bist nicht gezwungen, Trinkgeld zu geben, die empfehlen aber 35 Euro pro Person auf ein Schiff. So, und wenn man auf ein Schiff aber dann ist, dann wird das so hingestellt oder so rübergebracht vom Reiseleiter, okay, ihr könnt jetzt zu mir kommen und dann werden die Trinkgelder eingesammelt, 35 Euro pro Person. Da wird kein Wort darüber gesagt, dass es freiwillig ist. Es hört sich so an, als müsste man es machen und da sind halt auch viele ältere Leute dabei, die wissen es nicht, die haben sich ihre Reiseunterlagen auch nicht richtig angeguckt und die zahlen es einfach. Ne? Das Ding also ist halt auch ja. Mit dem Trinkgeld. Sind die, glaube ich, am zweiten Tag oder so angekommen, nachdem man da auch schon Trinkgeld verteilt hat. Ne? Beim Reingehen der Kofferträger und ne, da gibst du allen Geld. Also wir, das wollte ich gerade noch sagen, geben immer Trinkgeld. Wir geben immer Trinkgeld, die nett zu uns sind und die uns helfen, die kriegen immer Trinkgeld von uns. Und wir haben schon angefangen, Trinkgelder zu verteilen. Und dann kam er am zweiten oder dritten Tag an und hat das mit dem Trinkgeld dann erwähnt, wo man ja nicht mal weiß, ob man mit allem zufrieden ist. Ne? Warum soll ich da 35 Euro von mir aus und er mir nochmal 70 Euro Trinkgeld? Und wenn ihr bedenkt, wir waren eine Reisegruppe von fast 30 Personen. 95 Kabinen waren belegt. Jeder 35 Euro, also da machen die nochmal ein paar tausend Euros. Wir haben es mal ausgerechnet. Die Schiffe sind ja teilweise auch ausgebucht. Bei uns war es so, mit den 95 Kabinen, pro Kabine 70 Euro, da hast du fast 7.000 Euro. Das ist echt heftig. Und du weißt überhaupt nicht, ob das auch da ankommt bei den ganzen Leuten, weil die erzählen dann, das wird verteilt und bla bla bla. Aber das war ein bisschen komisch und auch echt sehr viel. Also das ja, ist echt also krass. Wir fanden schon übertrieben viel. Ne? Aber was uns halt am meisten gestört hat, war dieses Nicht-Erwähnen. Ihr könnt gerne so viel geben, ihr könnt auch weniger geben, ihr könnt auch gar nichts geben, ihr könnt auch selber Trinkgeld verteilen. Also das wurde halt nicht so richtig gesagt. Und alle dachten, die müssen es geben. Ne?
Ja, wir haben tatsächlich das Trinkgeld in diesem Umschlag nicht abgegeben, weil wir gesagt haben, wir geben jeden, ne, der nett zu uns ist oder der uns behilflich ist, der kriegt so Trinkgeld. Ja, also da, man hat aber auch von anderen gehört, dass sie damit nicht so einverstanden sind. Viele haben es dann trotzdem gezahlt. Aber die haben es trotzdem gemacht. Aber das war halt echt komisch. Ja, weil die dachten, die müssen es. Ja, ne? Aber wir hatten da auch ein Pärchen, mit denen haben wir viel rumgehangen. Die haben zum Beispiel gesagt, ihr bekommt von uns 50 Euro, weil wir haben hier gerade Tag 2. Keine Ahnung, ob es uns gefällt, ob wir mit allem zufrieden sind. Da kann man jetzt nicht irgendwie einen so zur Kasse bitten. Die haben halt 25 Euro pro Person bezahlt. Ja, genau, das fand ich mir noch so ein bisschen negativ. Da sollte man ehrlicher sein, ne? So der Reiseleiter, und sagen, ihr müsst nicht, ihr könnt. Aber ansonsten hatten wir eine echt schöne Zeit. Ja. Ja. Wir sind noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also wer dem Winter entfliehen will, da ist Ägypten eigentlich eine Top-Adresse auf für jeden Dezember. Fall, ja. Schön warm, könnt ihr noch schwimmen, ne? Euch nochmal schön bräunen, Vitamin C danken. Vitamin C danken. D. Vitamin D tanken, das wollte ich sagen. Danke, Schatz, Vitamin D tanken. Ja, Pikachu ist auch happy, dass wir wieder da sind. Aua, was beißt du mich in ins Gesicht oder in meine Nase? Was soll denn das? Der ist jetzt gerade in der Pubertät und hört nicht so richtig. Der ist so ein bisschen böse geworden, böser Hund. Und hat Stinkefüße, Käsefüße. Mhm. Mh, riech mal. Mh, Käsefüße. Mh, Käsefüße hab ich. Ja, der hat gerade seinen eigenen Kopf, also man muss so ein bisschen gucken. Der bellt auch, wenn es klingelt, das hat er ja vorher nicht so gemacht. Und das gewöhnen wir ihm gerade ab. Man soll ihn da nicht in dem Moment bestrafen, sondern man soll eher den Fokus darauf legen, den zu belohnen. Aber ihm so in dem Moment zu sagen, sitz, und ein Leckerli dann schon in der Hand haben, damit er sich auf das Leckerli konzentriert und nicht auf die Klingel. Aber wir haben auch den Klingelton gewechselt, weil vorher war das so ein Ding-Dong, Ding-Dong. Und jetzt ist es so eine Melodie. Ja, so eine ruhigere Melodie. Und jetzt nimmt er das nicht mehr so krass wahr. Aber der hat schon seinen eigenen Kopf. Also aktuell können wir den auch fast gar nicht ohne Leine draußen rumrennen lassen. Der geht immer zu anderen Hunden hin, der hört nicht. Man kann ihn nicht zurückrufen. Also Pubertätskind hier. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig. Eigenen Kopf. Nein, versteht er nicht, muss man 10-mal sagen. Der macht aus allem immer ein Spiel. Wenn der irgendwas hat, genau, und nicht darf, rennt er weg und hat total Spaß, einen zu ärgern. Ja, dann klaut er irgendwas und rennt weg unterm Esstisch, wo man nicht an ihn drankommt. Boah, der regt mich dann so auf. Aber so ist das nun mal, ne? Du wirst auch wieder ruhiger. Müssen wir noch ein bisschen üben. Ein bisschen üben. Ja, ihr Lieben, das wollten wir nur noch mal so als Feedback euch mitteilen, ne? Dass es ganz schön war, und wir freuen uns auch auf nächstes Jahr. Ja. Marokko, da auch noch mal schön, da die Kultur und die Menschen kennenlernen bei der Rundreise. Da ist es nämlich eine Busrundreise. Auf jeden Fall macht das echt Spaß. Wir haben jetzt Blut geleckt mit so Rundreisen, und das wollen wir auf jeden Fall jetzt mal öfter machen. Ja, und bei Berg und Meer gibt es total viele geile Angebote. Ich hatte mir ja für den Flug so Zeitschriften geholt. Und einmal diese Laura. Diese Zeitschrift von Laura. Und hier ist ein Pulled Pork Rezept. Ne? Deswegen wollte ich eigentlich entweder hier Schweinenacken oder hier diesen Krustenschweinebraten da. Aber ist nicht schlimm, ich mache jetzt Hirsch. Aber ich werde trotzdem hier diese Marinade draus machen. Auf dem Hirsch. Das muss doch bestimmt auch schmecken, oder? Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Und ich habe nochmal 2 Sachen bei Just Spices bestellt. Einmal ein Fleisch- und Braten-Allrounder. Den würde ich vielleicht auch benutzen. Und einmal eine Gemüsebrühe, denn die ist natürlich, da ist kein Zucker drin. Und habe nur Gutes davon gelesen. Deswegen habe ich da noch eine Gemüsebrühe bestellt. So, heute ist der 11. Und schauen wir mal, was heute drin ist. Oh, das kommt ja gut. Das kommt gut. Soße zum Braten. Da brauche ich keine Bratensoße zu kaufen. Sehr gut. Und Pikachu steht hier schon bereit. Was ist bei dir heute drin, Schatzi? Ja, Türchen von Pikachu ist nichts drin. Weil Ermin das heute Morgen schon geöffnet hat. Ja. Hast du schon gegessen, Pikachu? Was war denn da drin? 2 kleine Kekse. 2 Kekse. Gestern war eine Keksbrezel drin. Hundekeksbrezel hier. Mein Schatz,
ja, gibt's nichts mehr heute, morgen wieder. Wir haben ja auch Rubbellose geholt. Also bis jetzt, glaube ich, haben wir 3,50 Euro gewonnen. Na, Schatz? Ja. 3,50, ja, ist ja schon mal gut. Ich zeige euch jetzt noch die neue Brand News Box, weil ich habe mir gedacht, ich werde mit einigen Sachen, die im Brand News Adventskalender drin sind, werde ich ein kleines Päckchen fertig machen und ja, an jemanden verschicken. Gucken wir mal, wie wir das dann machen, vielleicht so als Verlosung. So, die neue Brand News, die uns erreicht hat, als wir nicht da waren, als wir in Ägypten waren. Und Motto ist, Winter is coming. Da waren Cini-Minis drin. Ich habe jetzt schon aufgemacht, weil ich wollte unbedingt Cerealien essen. Und wir hatten keine mehr da. Apple Crush. Apple Crush. Fand ich jetzt nicht so lecker. Apfel-Zimt-Geschmack. Also dieser Apfelgeschmack, der hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, geschmacklich. Und sonst mag ich die ja sehr gerne, aber Apfel war jetzt nicht so meins. Eukal Winterpunsch, Bonbon oder Trinkgenuss. Dann haben wir hier von David Couscous Cup Chili Sin Carne mit Erbsenhack. Lion Kokosnuss. Cool, das ist aber mit Kokosnuss. Dann von Wavi Schokoreis Wölkchen leicht zart schmelzende weiße Schokolade. Dann ein Tee von Kappa Adventkalender, 24 Cups of Teas. Ah, cool. Bin ich mal gespannt. Das mache ich gleich mal auf. 24 verschiedene Teesorten. Hier ist nochmal so ein Reisschokodingen von Lorenz Saltlets Pausencracker mit Chia-Lein und Sesam Samen. Hatten wir schon mal sowas ähnliches drin. Sind ganz okay. Dann haben wir hier ein Porridge von Steiners. Chocolate Style. I love Low Carb Nutrition. Zuckerfrei, kalorienreduziert. Dann haben wir hier ein Bier von Guinness. Was ganz Kleines. Das ist das. Bombay Gin. Mit Blackberry und Raspberry. Hier müsste auch noch was sein. Das sieht aus wie ein Dressing. Natürlich gut. Hafer-Frühlingskräuter-Dressing. Hafer. Auch von Kühne, okay. Und noch eine große Flasche. Fever Tree Premium Wildberry mit natürlichem Aroma aus britischen Himbeeren und Rhabarber. Fruchtig und aromatisch. Das schmeckt bestimmt gut. Ja, ich werde jetzt diese Box hier benutzen. Die werde ich jetzt befüllen bis zum 24., 25. oder 26., weil der Brand News Kalender hat hier noch ein paar mehr Türchen. Und dann werde ich das einfach mal verlosen an euch, ne? Dann freut sich jemand von euch auf die schönen Sachen.